Was ist dran an homöopathischen Arzneimitteln? Um das herauszufinden, schauen wir uns ihre Herstellung mal genauer an. Mit Homöopathie erleben sowohl Ärzte als auch Patienten erstaunliche Heilerfolge. Vor allem da, wo die Schulmedizin versagt. Und doch ist sie sehr umstritten. Ein entscheidender Kritikpunkt sind die homöopathischen Arzneimittel mit einem jährlichen Umsatz in Deutschland von über 500 Millionen Euro. Wie diese Mittel hergestellt werden, das und nur das schauen wir uns jetzt mal an. Dazu basteln wir uns doch mal selbst ein homöopathisches Heilmittel. Im Prinzip brauchen wir dazu nur drei Sachen, nämlich erstens den Urstoff, das ist die Medizin, zweitens größere Mengen an Lösungsmittel, das ist Wasser oder Alkohol, und ein Trägermaterial, wie zum Beispiel die berühmten Globulis, bestehend aus Rohrzucker oder Milchzucker. Das Prinzip der Homöopathie ist es ja, Gleiches mit Gleichem zu behandeln. Nicht wie in der Schulmedizin benutzt man Stoffe, die Krankheiten heilen, sondern Stoffe, die prinzipiell auch krank machen, aber eben nur sehr verdünnt. Also das Prinzip, salopp zusammengefasst, ist, man nimmt ein Gift, das per se stärker ist als die Krankheit und sie dadurch auslöscht, aber eben so verdünnt, dass es keine Nebenwirkungen gibt. In der Homöopathie würde man zum Beispiel Arsen verwenden, um Ähnliches zu behandeln. Eine Arsenvergiftung löst unter anderem Erbrechen und Durchfall aus. So könnte man Arsen benutzen, um genau diese Krankheiten zu behandeln. Wobei man der Fairness halber sagen muss, der Homöopath behandelt nicht die Krankheit, sondern den Menschen. Er würde also nicht Arsen verwenden, wenn es nicht zum Menschentyp passt. Nehmen wir doch mal das Beispiel Arsen. In Form von Arsenicum album, Weißarsenik oder in der Fachsprache genannt Arsentrioxid. Der Einfachheit halber können wir im Folgenden einfach nur Arsen sagen. Da von Arsen bereits 0,1 Gramm tödlich sind und das Zeug auch krebserregend ist, ist das hier natürlich kein echtes Arsen. Der Urstoff wird jetzt zunächst verdünnt. Es gibt verschiedene Verdünnungsreihen. Die ursprüngliche Verdünnungsreihe nach Samuel Hahnemann, dem Begründer der Homöopathie, arbeitet mit Verdünnungen von 1 zu 100. Und die nennt man dann C-Reihe. C für Centum, lateinisch für 100. Das heißt, nach dem ersten Verdünnungsschritt haben wir C1, also 1 zu 100. Nach dem zweiten Schritt haben wir C2, das sind dann schon 1 zu 100 mal 100, also 1 zu 10.000. Der Homöopath spricht allerdings nicht von Verdünnen, sondern von Potenzieren. Verdünnen wird ja auch ein bisschen negativ klingen, aber nach der homöopathischen Lehre verstärkt sich die Wirksamkeit mit jeder Verdünnung. Also Potenzieren, deswegen spricht man hier auch von C-Potenzen. Die wichtigste Potenz heute ist die D-Potenz, von lateinisch decem 10. Hier verdünnt man also mit jedem Schritt 1 zu 10. Und genau das machen wir jetzt mal mit unserem Arsen. Ich nehme jetzt 100 Gramm Arsen und löse die in 1000 Milliliter Wasser. Also, wenn es jetzt echtes Arsen wäre, würde sich nicht so viel drin lösen. Wir machen das jetzt mal mit 100. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so schütteln darf, denn jetzt kommt der zweite wichtige Schritt, nämlich das Aufschlagen. Diese Lösung muss jetzt 10-mal auf einem weichen Untergrund aufgeschlagen werden. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt haben wir hier eine D1-Lösung. Diese D1-Potenz jetzt so zu verwenden, wäre eine schlechte Idee, denn 0,1 Gramm Arsen sind bereits tödlich. Aber Gott sei Dank werden immer mindestens D6-Potenzen verwendet. Und genau das machen wir jetzt. Jetzt gieße ich hiervon alles bis auf 100 Milliliter ab. 900. Das schütte ich jetzt weg. Jetzt fülle ich das wieder auf 1 Liter, aber vorher muss es in ein neues Gefäß. So steht es im homöopathischen Arzneibuch in Deutschland. Also erstmal das jetzt hier hin.
So, und jetzt muss man es natürlich 10-mal aufschlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und voilà, D2-Potenz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da sind wir auch schon bei der D6-Potenz angelangt. Hier drin sind jetzt nur noch 0,001 Gramm Arsen. Wenn wir jetzt die Ursprungsmenge nicht nach und nach verdünnt hätten und das meiste weggeschüttet hätten, sondern direkt in ein großes Gefäß getan hätten, um auf dieselbe Konzentration zu kommen, hätten wir 100.000 Liter Wasser nehmen müssen. Damit kann man sich so 3 private Swimmingpools machen. Aber damit nicht genug. Das hier wird jetzt nochmal auf 100-mal so viel Zucker aufgebracht. Das heißt, für 1 Liter bräuchten wir jetzt 100 Kilo Zucker. Ich schlage vor, wir nehmen 10 Gramm Zucker und bringen da 0,1 Gramm drauf. Ich habe das jetzt vorhin schon kurz gemessen. Ein so ein Sprüher sind in etwa 0,1 Gramm. Das wird jetzt auf die 10 Gramm draufgesprüht. Dann wird es getrocknet und danach wird es eben in so Fläschchen abgefüllt. 10 Gramm in so einem Fläschchen sind in etwa 1200 Globuli. Das bedeutet, pro Globuli sind in etwa 0,000000001 Gramm Arsen drin. Wenn ich mich also mit Arsen vergiften wollte, mit Globuli, müsste ich 1 Milliarde Globuli zu mir nehmen. Oder auch 10 Tonnen Zucker. Das heißt, ich würde zuerst vom Zucker sterben, als vom Arsen. Insofern ist es sicher. Wenn man jetzt an das Prinzip Gleiches mit Gleichem behandeln glaubt, dann ist ja bis hierhin alles noch nachvollziehbar. Aber es treten 2 Probleme auf. Nämlich erstens die Verunreinigung der Welt und zweitens die Atomtheorie. Zur Verteidigung von Herrn Hahnemann, das konnte er zu seiner Zeit noch nicht wissen, aber heute sind wir ja zum Glück etwas schlauer. Fast alle Stoffe, die in der Homöopathie verwendet werden, nehmen wir in den entsprechenden Konzentrationen sowieso täglich zu uns. Übers Essen, Trinken, Atmen. Bei Arsen ist das so, dass wir täglich 12 bis 60 Mikrogramm zu uns nehmen. Das ist schon 100-mal so viel wie in so einer D6-Flasche. Und da werden ja noch viel höhere Potenzen verkauft. D25, D30, D100. Eine weitere Sache, die man damals noch nicht wusste, ist, dass man einen Urstoff nicht unendlich weit verdünnen kann, weil es Atome gibt. Irgendwann ist eben kein Atom mehr drin. Wenn das jetzt eine D25-Potenz wäre, dann wäre in diesem ganzen Liter ein einziges Arsenatom drin. Wenn man das jetzt nochmal weiter verdünnt zu D30, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, auch nur ein einziges Arsenatom in so einer Flasche zu finden, 7-mal kleiner als ein 6er im Lotto. Plus Superzahl. Soweit ist klar, dass die Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln nicht auf den Wirkstoff zurückzuführen ist. Denn bei niedrigen Potenzen nehmen wir dieselben Konzentrationen oder sogar höher über unsere Umwelt auf und bei hohen Potenzen ist kein Wirkstoff mehr drin. Aber die Homöopathie hat auch hierfür einen Ausweg, nämlich das Wasser. Das Wasser hat laut der Theorie ein Gedächtnis, das Wassergedächtnis. Und das soll so funktionieren. Die Wassermoleküle bilden Cluster, um zum Beispiel das Arsen, in einer ganz charakteristischen Form. Und selbst wenn das Arsen nicht mehr da ist, behalten diese Wassermoleküle ihre Form und speichern so die Information Arsen. Nehmen wir mal an, das stimmt. Und lassen wir mal beiseite, dass dieses Aufschlagen ziemlich kontraproduktiv erscheint, wenn man so fragile Wassercluster hat, die nicht kaputt gehen dürfen. Und lassen wir auch noch beiseite, dass mit jedem Verdünnungsschritt
das neue Wasser ja irgendwie die Informationen von dem alten geschüttelten Wasser auf wundersame Weise übertragen bekommen muss. Und lassen wir meinetwegen auch noch beiseite die ganzen Verunreinigungen und anderen Stoffe, die das Wasser schon gesehen hat. Darüber müsste es ja auch irgendeine Art Gedächtnis haben. Und schauen uns nur mal an, ob so etwas wie ein Wassergedächtnis überhaupt möglich ist. Prinzipiell ist die Idee von Wasserclustern gar nicht so dumm, wenn man sich mal ein Wassermolekül genauer anschaut. Das besteht aus einem größeren Sauerstoffatom und zwei kleinen Wasserstoffatomen. Das Sauerstoffatom zieht jetzt ein bisschen Elektronendichte ab von den Wasserstoffatomen. Dadurch wird es negativiert, die werden positiviert. Wir haben hier einen Dipol, eine Ladungsverteilung. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben einen Winkel, es ist nicht gerade. Das liegt daran, dass der Sauerstoff hier zwei freie Elektronenpaare hat, die ganz gerne wechselwirken mit benachbarten Wasserstoffatomen über sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen. Warum erzähle ich das alles? Es ist nicht nur logisch, sondern auch nachgewiesen, dass Wassermoleküle nicht einfach zufällig sich anordnen, sondern dass es gerichtete Kräfte und Wechselwirkungen gibt. Dieser Zusammenhalt zwischen den Molekülen führt zu den typischen Eigenschaften von Wasser. Zum Beispiel, dass es erst bei 100 Grad siedet. Das ist ungewöhnlich für so kleine Moleküle. Die würden normalerweise bei Raumtemperatur gasförmig vorliegen, wie zum Beispiel Methan. Das sieht man auch an Sachen wie der Oberflächenspannung, also der Grund, warum ein Wasserläufer über die Wasseroberfläche laufen kann. Und auch an Schneeflocken, an der schönen geordneten Struktur der Kristalle. Deswegen sind Cluster aus mehreren Wassermolekülen? Gar keine so dumme Idee. Es wurde tatsächlich wissenschaftlich untersucht und dabei fand man heraus, dass flüssiges Wasser tatsächlich Cluster ausbildet, aber nur in Verbänden von 3 bis 4 Molekülen. Das ist viel zu wenig, um irgendeine charakteristische Form darzustellen. Und zweitens hat man herausgefunden, dass sich diese Cluster innerhalb von nur 50 Femtosekunden wieder auflösen. Das ist unvorstellbar schnell. Das sind 13 Nullen nach dem Komma, bevor die 5 kommt. Ach so, einen habe ich noch. Am Ende wird die Lösung ja auch noch auf Zucker aufgebracht und das Wasser wird verdampft. Das heißt, hier ist gar kein Wasser mehr drin. Wir haben heute nicht angeschaut, ob und wie Homöopathie am Menschen wirkt. Woran es auf jeden Fall nicht liegen kann, ist an dem Inhalt dieser Flasche.